Hallo, wir sind Eternal Tango aus Luxemburg. Und wir führen euch heute durch das Jagaloo-Programm. Also heute geht es um die Band Deck Chair Orange aus Wien. Und da Jagaloo ja ein sehr gutes Händchen für Bands aus dem Ausland haben, schauen wir uns jetzt mal was über die Jungs an. Mit The Age of the Peacock will sich die Wiener Band Deck Chair Orange nun auch in Deutschland einen Namen machen. In München haben sie zusammen mit Produzent Ron Flieger das Album eingespielt, gerade erst hierzulande 4 Gigs gegeben und auch die neue Single Stay schon auf den Weg gebracht. Das zweite Album ist natürlich immer was anderes als das erste, klarerweise. Du beginnst halt von null. Du bist nicht vorbelastet mit Songs. Beim ersten Album trägst du immer schon so das Material mit dir rum und du sammelst es. Das war bei diesem Album eben, ging es von null aus. Der Produktionsprozess war auch daher so gewählt von uns ganz bewusst, dass wir im Studio alle zusammen geschrieben und produziert haben. Wir haben das in München gemacht und in Wien. Und dieses Zusammen im Studio sein und dort an den Songs feilen, hat eigentlich das Album geprägt. Deck Chair Orange präsentieren sich auf dem neuen Longplayer rauer als auf ihrem Debüt. Zudem bestechen die Songs durch eingängige Melodien und Texte, die ihr Leben widerspiegeln. Rastlosigkeit auf dem Weg nach oben. Das Video drückt es eigentlich sehr gut aus. Es war dieses eigentlich ungreifbare Gefühl wirklich in Worte zu fassen. Es ist auch im Text, liegt sehr viel, es wird nicht alles aufgeklärt, es wird sehr viel offen gehalten. Und es geht aber immer um dieses Gefühl, was man nicht wirklich greifen kann, was man nicht auch wirklich beschreiben kann oder vielleicht auch gar nicht sollte, weil es dadurch dann zu konkret wird, um dieses in der Luft hängen zu beschreiben, um das es eigentlich genau geht. Der deutsche Rolling Stone hat Sänger Alex mal mit Mick Jagger verglichen. Das mag vielleicht ein wenig weit hergeholt sein, aber das Potenzial der Band ist definitiv da. Der Schritt nach Deutschland, eine logische Konsequenz aus den ersten Erfolgen in der Heimat. Es passiert schon sehr viel, gerade in letzter Zeit passiert immer mehr. Und mit FM4 ist eine gute Basis geboten, radiotechnisch, die auch eine Plattform bietet. Es gilt natürlich immer den Schritt nach Deutschland zu tun, weil man sonst ein bisschen Gefahr läuft, dass man sich ein bisschen im Kreis dreht, sag ich mal. Im Kreis drehen ist also nicht angesagt, sondern immer straight forward, also nach vorne. The Age of the Peacock kann jedem Indie-Fan ans Herz gelegt werden.